Extraherz, das Studentenmagazin. Unsere Themen heute: die Vocal Band Maybe Pop und ein spezielles Kino aus Bordeaux. Die Vocal Band Maybe Pop ist zurzeit mit ihrer Tour Das darf man nicht unterwegs. Auch im Karlsruher Tollhaus haben sie Halt gemacht. Dort haben sie sogar vor ihrem Auftritt noch ein Musikvideo gedreht, und zwar ihr Jahresrückblick 2015. Hier blicken die Sänger Sebastian, Oliver, Lukas und Jan musikalisch auf das letzte Jahr zurück. Unsere Kollegin Nena Wagner war beim Dreh dabei und hat sich gefragt, was ist denn an dem Musikvideo machen so cool? Zwar gibt's keine Klappe, aber dafür viel Action. Maybe Pop dreht ein neues Medley mit ihren musikalischen Highlights 2015. Auf YouTube selbst gedrehte Videos hochzuladen, ist schon lange in der A Cappella-Szene in. Aber warum ist das ständige Videoposten denn so wichtig? Wenn wir jetzt ein Video machen und das bei YouTube veröffentlichen, das hat ja keine Millionen Klickzahlen. Also ist nicht so, dass wir jetzt dadurch Internet-Superstars würden. Und trotzdem glaube ich aber, wenn wir jetzt keine Videos mehr machen würden und bei YouTube irgendwie nicht mehr in der Wahrnehmung wären, würden wir das an den Konzertzahlen merken, dann würde das zurückgehen, vermute ich. Weil es einfach wichtig ist, genauso wie wichtig ist, dass man ab und zu in der Zeitung ist, dass man ab und zu mal einen Fernsehauftritt hat, dass man in diesen Medien irgendwie vertreten ist. Und deswegen machen alle Videos, glaube ich. Damit diese Videos aber sich von den anderen abheben, beschäftigt sich Maybe Pop seit ein paar Jahren professioneller damit. Dafür braucht es natürlich Ideen. Sobald diese stehen, heißt es Location abklappern, Video aufnehmen, schneiden und nachbearbeiten. Gelernt hat das aber keiner von ihnen. Trial and Error, Learning by Doing heißen, glaube ich, diese beiden Sachen, ne? Das ist so richtig, also die ersten Videos waren richtig jugendforscht. Es war richtig, die Software besorgen, Kameras besorgen und einfach machen und ausprobieren. Und dann richtige Scheiße produzieren und dann nochmal machen und besser werden. Manchmal geht das wahnsinnig schnell. Dangerous zum Beispiel war, glaube ich, der Rekord. Ich glaube, Jan hatte auch die Idee, hat das arrangiert. Zwei Tage später haben wir das live beim Soundcheck aufgenommen. Ich habe das dann nach dem Soundcheck schön gemacht und gemischt, musikalisch. Am Folgetag haben wir dann in der Location die Bühne ausgeleuchtet, ein Video dazu gemacht, zusammengebappt, drei Tage später hochgeladen. Hat immer eine Woche gedauert, vom Arrangement zum fertigen Produkt. Aber das war auch die Ausnahme, würde ich sagen. In der Regel dauert es länger. Einfach eine Kamera hinstellen und hoffen, dass schon alles gut wird, klappt in den seltensten Fällen. Wenn das Video interessant werden soll, muss klar sein, wer die Organisation dafür übernimmt, damit kein Chaos entsteht. Ich sag mal, Head of Department ist Jan Bürger, der Senior CEO. Aber alle anderen sind auch irgendwie so ein bisschen dabei. Also. Ich bin der Praktikant. Ja, so circa. Und was für ein cleverer Praktikant. Beim James-Bond-Medley hat Oliver das Storyboard geschrieben und exakt jeden Schnitt mit Requisite konzeptioniert. Da habe ich die Jungs tatsächlich nur mit dem aufgenommen, was man jetzt auch im Video sieht. Und musste die Puzzleteile einfach nur zusammenfügen. Aber da war die Vorarbeit eben viel länger. Da habe ich bestimmt 2,5 Tage nur an diesem Storyboard gesessen. From Russia with love, I'll fly to you. Much wiser than my goodbye to you from Mr. Und wenn nicht alles Bild für Bild in einem Storyboard geplant ist, werden während der Dreharbeiten noch spontan Ideen reingebracht. Wollen wir vielleicht bei Uptown Funk irgendeine Choreo zusammen machen? Wir sind ja mal sehr viel individuell, dass man mal auf einmal an einem bestimmten Punkt tatsächlich was zusammen macht. Sehr gerne. Könnten nach dem Break irgendwie, also wenn es wieder losgeht, genau, okay, ab da was machen. Ganz, ganz schlicht. Also es ist ja so, dass man eine ganze Menge Videomaterial erstmal so aufnimmt. Also wir haben zum Beispiel heute für 4,5 Minuten wie viel Videomaterial aufgenommen? Was haben wir ausgerechnet? 90 Minuten Videomaterial aufgenommen. Und da sitzt man dann in der Post-Production natürlich am Computer und hat diesen riesen Haufen Videozeugs.
irgendwie. Und da muss natürlich irgendwie auch eine Idee da sein. Es ist Gott sei Dank meistens so, dass irgendwie wie beim James Bond Medley oder jetzt bei diesem Medley auch schon eine Idee da ist, was damit passiert. Wo die Inspiration herkommt, ist ganz unterschiedlich. Aber das ergibt sich dann auch am Computer eigentlich immer. Da fallen einem dann zu der Idee, die man hat, meistens irgendwie mit so diesen tollen Programmen und tollen Effekten und diesem ganzen Firlefanz dann meistens sowieso zu viele tolle Sachen ein, die man dann eigentlich gar nicht einbauen sollte, weil es dann sowieso zu viel ist. Und dann beschränkt man sich wieder auf weniger und dann wird es hoffentlich auch gut. Because I'm happy ever long, if you feel like happiness. Die Idee muss uns überzeugen. Nur da machen wir es. Und zum Beispiel fände ich es langweilig, jetzt einfach nur ein Cover nachzusingen, so ein 0815-mäßig, was auch manche machen. Aber natürlich Ollis geniale Idee, dann einfach sozusagen eine Evolution auf Bond zu machen. Das ist zum Beispiel ein Markenzeichen von Maybe Bob und das finde ich toll und deswegen machen wir es auch. Wenn ich das nämlich nicht toll finden würde, dann würden wir es auch nicht machen. Na, dann können sich die Fans auf die weiteren Videos ja freuen. Der diesjährige Jahresrückblick ist ja schon mal im Kasten. Bonjour, wir sind hier in Bordeaux auf dem Place Camille Julien. Kino, das ruft wahrscheinlich in vielen die gleichen Gedanken hervor. Den Geruch nach Popcorn, Treffen mit Freunden und natürlich eine große Leinwand mit einem guten Surround-Sound-System. Hier im Cinéma Utopia läuft das alles ein wenig anders. Wir haben uns einen der Mitarbeiter geschnappt und ihn mal gefragt, wie sein Kino so funktioniert. Den Mitarbeitern liegt ihre Arbeit am Herzen. Die Filme werden alle sorgfältig ausgewählt und aus einem bestimmten Grund gezeigt. Jeder Film ist etwas Besonderes. Das ist es, was die Zuschauer am Utopia besonders schätzen. Die Filmauswahl ist nicht wie in kommerziellen Kinos. Es gibt hier keine Person, die nur für die Technik, die Administration oder den Empfang zuständig ist. Es gibt drei Hauptaufgaben. Heute bin ich im Projektionsraum, morgen verkaufe ich Tickets und übermorgen bin ich im Kontakt mit unseren Partnern. Jeder muss alles können. Jede Woche organisiert das Kino einen Diskussionsabend, bei dem die Regisseure anwesend sind. Hier wird nicht nur über den Film selbst, sondern vor allem über den Themenhintergrund gesprochen. Das Kino soll nicht in sich geschlossen, sondern offen für die Welt und die Bewohner aus der Region sein. Dieser offene Rahmen wird gern genutzt und die Veranstaltungen sind gut besucht. J'ai eu la chance de voir mon film sélectionné pour cet événement et voilà, projeté ce soir à l'Utopia. Das Publikum ist breit gefächert. Jüngere und Ältere, Männer und Frauen, wohlhabende und einfache Leute. Eines haben sie alle gemeinsam, sie kommen ins Utopia, weil es anders ist. Qu'il y a de particulier, le décor, c'est pour moi c'est un cinéma qui n'est pas comme les autres cinémas qui font beaucoup supermarché, que là c'est il y a une belle identité, voilà. Il est d'abord très bien placé dans Bordeaux, ça c'est un avantage. Il est dans un bâtiment qui a une architecture absolument fabuleuse. C'est des films anglais, belges, hollandais. Suisse. Le dernier film que je suis allé voir, c'est Inherent Vice. Inherent Vice, c'est un mélange des frères Coen et Tarantino. C'est un film rock and roll qu'on ne verra pas dans des grandes distributions comme Omigarama, les autres salles. Voilà. C'est le plus important. C'est des films rock and roll. Ben pour moi, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est des films qu'on trouve pas ailleurs, ni dans les grandes salles de cinéma qu'il y a à Bordeaux. Et ils ont un choix vraiment impressionnant et varié de films à essai, des films d'auteur. Et en plus, ils sont passés en version originale. Oui, j'espère que c'est très vivant. Et il faut que ce soit toujours vivant. La vie ne vaut que d'être vécue. S'il y a de l'enthousiasme, s'il y a de l'envie, de la ferveur, il faut qu'on reste sur cette idée-là, quoi.